Wie groß glauben Sie aber ist insgesamt die Gefahr, dass Wagner-Söldner, Wagner-Truppen, Polen oder auch andere NATO-Verbündete versuchen, entweder anzugreifen oder aber irgendwie reinzukommen, um von innen heraus Attacken welcher Art auch immer zu starten? Also das wäre ja schon ein hasardeurhaftes Verhalten, wenn man mit einigen Truppen, die ja doch relativ gering sind, versucht nun zu provozieren und etwa gar einen Konflikt vom Zaun zu brechen. Ich glaube, die Gefahren, die damit verbunden sind, deren ist sich Lukaschenko sehr wohl bewusst, also der weißrussische Staatspräsident, und er wird es nicht tun. Ich sehe eine größere Gefahr darin, dass beide Seiten sich gegenseitig jetzt aufschaukeln, dass beide Seiten Bedrohungsperzeptionen natürlich haben, die dazu führen können, dass weitere Konfliktfälle, wenn es denn zu einem Zwischenfall, zu einem Unfall vielleicht auch kommt, dass man das eskaliert. Und jetzt zeigt sich, wie bedauerlich das ist, dass man keine entsprechenden Mechanismen mehr hat, um miteinander in Kontakt zu bleiben, um schnell zu erklären, um was es geht, um zu deeskalieren. Alle diese vertrauensbildenden und Rüstungskontrollmaßnahmen, die ja dazu geeignet waren, haben wir leider in den letzten Jahren verloren. Jetzt merken wir, wie wichtig das ist, und man muss sie wohl doch wieder einführen, sobald die Zeit dafür reif ist.